Stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Person, die dir mega nahe steht, vielleicht ein guter Freund, eine gute Freundin, Familienmitglied oder so, und du erzählst der Person was total Privates von dir. Irgendwas, wo es dir vielleicht sogar voll schwer fällt, das zu teilen, weil vielleicht auch, ja, es dir einfach peinlich ist oder so. Und es ist voll das gute Gespräch. Und dann so eine Woche später redest du mit einer anderen Person und bekommst raus, dass sie von dem Gespräch weiß. Und dass von sie von der Sache weiß, die du eigentlich im Vertrauen preisgegeben hast. Oh, out, oder? Das ist echt kacke. Ich glaube, was passiert, wenn solche Situationen gegen uns kommen, wo wir verletzt sind? Ich glaube, dass wir da wie so zwei Stimmen in unserem Kopf haben. Zwei Stimmen, die uns eine Empfehlung geben, wie wir weitermachen könnten. Und die erste kann vielleicht so klingen. Vielleicht nimmst du eine Stimme wahr, die sagt so, boah, das ist echt blöd, aber ey, such doch mal das Gespräch mit ihr. Wer weiß, was sie dazu gebracht hat. You never know. Versuch einfach mal mit ihr zu reden. Es wird sich bestimmt klären. Bestimmt tut es ihr voll leid. Bestimmt geht es ihr noch beschissener als mir. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, wie oft habe ich schon Leute verletzt? Wie oft habe ich schon Fehler gemacht? Sei nicht zu hart. Versuch das Gespräch mit ihr zu reden, zu suchen und es zu klären. Er merkt schon, das ist vielleicht eher eine göttliche, sehr gute Idee. Dann gibt es aber auch noch eine andere Stimme. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch eine Stimme in deinem Kopf, die sagt so, ey, Christina, wie scheiße war das? Du bist so im Recht. Das ist nicht in Ordnung. Die Person hat dich bewusst verletzt. Weißt du, was du jetzt machen solltest? Ey, rede auf gar keinen Fall mehr mit ihr. Auf gar keinen Fall. Ignoriere sie. Du musst dich schützen vor ihr. Das klingt ja jetzt sogar fast schlau, ne? Und diese Stimme versucht dich zu isolieren und nicht wieder Einheit herzustellen. Nicht das, was kaputt gegangen ist, wieder herzustellen, sondern dich zu isolieren. Und was in diesem Moment passiert, glaube ich, wenn wir dieser Stimme folgen, ist das, auf einmal Müll in unserem Herzen sich so ablagert und wir wie so einen Raum kreieren, wo auf einmal nicht mehr Gott regiert mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Liebe, sondern auf einmal ist hier ein Raum in meinem Herzen, wo ich irgendwie so Müll habe, sowas wie Wut, Zorn vielleicht, Enttäuschung. Und vielleicht geht es dann sogar weiter und du merkst, dass wenn du die Person siehst oder mit jemand anderem über sie redest, dass du auf einmal merkst, dass sich deine Haltung verändert hat und dass in deinem Herzen irgendwie es wie so getriggert wird, wenn du ihren Namen hörst. Und was passiert, ist dann, dass wenn du dich dem hingibst und sagst so, yes, boah, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben, vielleicht erzählst du sogar jemandem noch, was passiert ist, nicht um zu vergeben, nicht um eine Lösung zu finden und wieder Einheit herzustellen, sondern um einfach nur rumzuerzählen, was passiert ist, um vielleicht die anderen Leute zu warnen, dass sie nicht mehr der Person Sachen anvertrauen oder so. Kennt ihr das? Was dann passiert, glaube ich, wenn wir diesen Weg gehen, ist, dass einfach dieser Müll sich ausbreitet. Und dass immer mehr Müll so versucht, Raum zu finden in unserem Herzen. Und vielleicht denkst du im nächsten Schritt sogar, ey, ganz ehrlich, wenn sie was über mich preisgegeben hat, dann kann ich das ja auch machen. Also wie du mir, so ich dir, ne? Dann kann ich jetzt ja auch zu irgendjemandem sehen und mal was weitergeben, was ich über sie weiß und ihr Schaden damit. Und was passiert ist, dass einfach immer mehr von diesem Müll dadurch Raum findet in unserem Herzen und dieser Raum, in dem Gott nicht mehr regiert, sondern Wut und Zorn und Enttäuschung, Verletzung regiert, einfach immer größer wird. Und ich glaube, das Ding dahinter ist, du denkst wahrscheinlich im ersten Moment, dass du der Person damit schadest, die dich so verletzt hat. Aber am Ende schadest du dir selber, weil all dieser Müll, der ist in deinem Herzen. Und der sorgt vielleicht dafür, dass du Sätze denkst wie, nie wieder vertraue ich einer Person. Nie wieder, boah, gebe ich so viel Preis von mir. Jetzt baue ich hier lieber eine Mauer auf. Das mache ich nicht nochmal. Und auf einmal fängt diese Situation an, einen negativen Einfluss auf deine Beziehungen zu haben, vielleicht sogar auf deine Ehe, auf dein Umfeld, weil der Müll, der ist in deinem Herzen. Du bist verantwortlich für dein Herz.